Awas Kiaras Liebesinterview geht nach hinten los. 18. September. Nachdem Awa, Laura Egger, von der Presse als machtmissbrauchende Trainerin dargestellt wurde, soll ein Interview für Klarheit sorgen. Awa und Kiara, Alexandra Fonsetti, wollen beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Journalistin Judith Pfeffer, Stefanie Schäfer, versichert den beiden, einen authentischen Bericht über sie schreiben zu wollen. Doch während Kiara offen über die Beziehung spricht, legt Awa den Fokus auf die Karriere und gibt kaum Privates preis. Zwischen den beiden Frauen kommt es in einer Interviewpause zum Streit. Kiara versteht nicht, warum Awa so verschlossen ist und pumpt ihre Freundin an. Wenn ich uns sehen würde, würde ich denken, da ist gar nichts in Ordnung. Wenn du keine Lust auf die ganze Sache hast, dann müssen wir auch gar nicht zusammen sein. Blöd nur, dass die Journalistin genau in diesem Moment um die Ecke kommt und alles mithört. Ist jetzt etwa alles verloren? Sind Awa und Kiara nach dem Interview in Gefahr? September 19. Im Streit verlassen Awa, Laura Egger, und Kiara, Alexandra Fonsetti, die Interviewsituation und steuern das Parkhaus an, in dem sie ihr Auto abgestellt haben. Der Streit geht jedoch weiter. Kiara kann Awas Verhalten einfach nicht nachvollziehen. Irgendwann sieht auch die Trainerin ein, dass sie sich ihrer Freundin gegenüber nicht ganz fair verhalten hat. Nach einer Versöhnung wollen sich die beiden auf den Weg zur Journalistin Judith Pfeffer, Stefanie Schäfer, machen, um die Story noch einmal zu retten. Doch das Parkhaus ist verschlossen. Keine WM-Teilnahme für die Steinkamps, 20. September. Nach ihrem Interview sind Awa, Laura Egger, und Kiara, Alexandra Fonsetti, nicht erreichbar, zum Leid von Laila, Suri Abbasi. Die amtierende deutsche Meisterin muss ohne ihre Trainerin trainieren und steht wichtige Sprünge nicht. Ausgerechnet in dem Moment steht der neue BDE-Chef Toni Fries, Bruno Sauter, vor der Tür und will sich einen Überblick über die Leistung der Läuferinnen des Steinkamp-Kaders machen. Nach Lailes verpatzten Lauf malt er ihr jedoch keine großen Chancen auf eine WM-Teilnahme aus. Als auch Kiara mit großer Verspätung endlich vorlaufen kann, vermasselt auch sie ihre Kür. Die Teilnahme an der bevorstehenden Weltmeisterschaft ist für den Steinkamp-Kader ist in Gefahr.